Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Der Kanal für Golfer mit Handicap über 36, die die Grundlagen des Schwunges richtig lernen wollen, damit sie den nächsten Schritt nach vorne machen können. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Ich habe einen wichtigen Tipp für dich. Es ist jetzt Anfang der Saison. Aber ich denke, das ist eine Sache, was du dir das ganze Jahr denken kannst. Eigentlich deine ganze Golfkarriere. Gute Spieler arbeiten sehr daran, aber ich denke, das ist auch super wichtig für dich. Nur es geht um die Position des Kopfes und die Gesäßmuskeln im Treffmoment. Nur du musst wirklich daran arbeiten, dass du, der Kopf ist vorne beim Stand, dass du auch im Treffmoment den Kopf vorne hast. Und während du das tust, möchtest du, dass deine linke Pobacke schön rausgesteckt ist. So, was wir da sehen, ist, dass der Körperwinkel, den ich beim Stand hatte, den möchte ich auch im Treffmoment haben. Und wenn du das kannst, dann hast du viel Platz, die Arme unter der Brust zu schwingen. Der Schwung ist einfacher dadurch. So, ich werde jetzt einen Ball schlagen. Okay, es ist ein einfacher Gedanke. Du kannst dich gerne auch filmen lassen oder arbeite auch vor einem Spiegel. Da kannst du die Position gut sehen. Gute Balance aber dabei haben, aber Kopf vorne, Po hinten, damit du die Arme unten durchschwingen kannst und dadurch kreierst du viel Power. Und so kannst du auch mit den langen Eisen gut treffen. Danke, dass du zugeguckt hast. Bitte abonniere diesen Kanal. Ich freue mich auf das nächste Mal.